Guten Morgen, oh schöne Welt. Ja, wir sind immer noch hier in der Bureau XCOM Declassified. Natürlich, ich meine, das Let's Play ist ja noch lange nicht zu Ende. Wobei ich auch nicht weiß, wie lange es noch gehen wird. Ich habe keine Ahnung. Wir sollen aber immerhin, immerhin, ja. Wir sollen immer noch hier einfach losballern. Nein! Das wollte ich jetzt nicht. Weg mit dir. Nein! Geh doch noch weg, der jetzt, du! Weg, danke. Sollen jetzt hier mal, was sollen wir denn hier? Zum Vorposten der Outsider gelangen, ja. Ja, das ist doch einfach. Warum hab ist hier ein Dynamit-Zeitzünder-Gedingse? Nicht, dass wir jetzt hier gleich Woher? weg. Das Silber lockt sie mit einem Ablenkungsmanöver raus. Das gibt uns freie Bahn in den Turm. Dann holen wir ihn später ab. Wenn sein Plan aufgeht, können sie ihn nach dem Ablenkungsmanöver rausholen. Hoffen wir mal, dass er aufgeht. Haha, so wie auch da. Denn ich möchte nicht in Einzelteilen wieder zurückkommen. Ups. Ja, ich mag Hypnotisierte nicht. Ups. Was? Hallo? Mach ich aber auch. So, ich guck erstmal hier lang. Was ist denn hier? Wilds Trail 116. Rattlesnake Trail, aha. Wilderness Boundary. Wilds Trail. Ja, gehen wir erstmal hier. Hier rechts ist mal lang. Denn jetzt sollen wir nicht lang. Immer den nicht lang gehen, den man nicht lang soll. Ist meistens ganz lukrativ. Oh Mann, Platz. Ah, was haben wir denn hier? Eine Schaufel und ein Gewehr. Was blinkt denn da noch? Was? Was? Hä? Beileid an die Familie Caruso. Oh. Sehr geehrte Familie Caruso. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Sohn Chris in Erfüllung seiner Pflicht gestorben ist. Er war auf seinem Weg, auf dem besten Weg, einer unserer besten Polizisten zu werden. Er kämpfte mutig, wich auch im Angesicht einer überwältigenden Übermacht nicht zurück. Chris wusste, was ihm bevorstand, doch er ließ sich davon nicht aufhalten. Es ist nur ein schwacher Trost, wenn man seinen Sohn verloren hat, aber ich möchte Ihnen trotzdem sagen, dass ich ihn für eine Ehrenmedaille vorschlagen werde, wenn all das hier vorbei ist. Es tut mir außerordentlich leid für Sie. Lieutenant Mark Jens... Was? Gimsa. Ach, der wieder. Bereitschaftspolizei, prima. Was ist denn los heute? Also, keine Ahnung. Ich bin gerade gehirntot, ich weiß es nicht. Naja, aber ich sag mal so, ich find's irgendwie sinnlos. Ne Scheiß. Was zum Teufel? Was war das? Bitte? Keine Ahnung. Ich wollte sagen, ich find's sinnlos, eine scheiß Ehrenmedaille zu kriegen. Wenn man tot ist. Ich meine, was hat man denn davon? Oh. Nett. So bauen sie also ihre Städte. Okay. Ist das ein Schild oder was war das? Sagen Sie mir, dass Sie das auch sehen, Doktor. Tun wir, Carter. Die Kraft, die für so ein Terraforming nötig ist, nicht zu fassen. Ein direkter Angriff geht nicht. Fürs Erste konzentrieren wir uns auf den Transponder und den Gegenschlag. Dann werden Sie für alles bezahlen.
Ja, finde ich auch. Also diese Funktion hätte ich aber auch gerne. Hier, Terraforming. So, was haben wir denn hier mit dem Scharfschützengewehr so? Das können wir dann hier... Es muss so einen Grund haben, dass das hier so liegt. Ich glaube kaum, dass wir diese Hypnotisierten umballern sollen. Mit 5 Schuss wird es eh schwierig. Aber warum liegt denn hier ein Scharfschützengewehr, wenn man praktisch nicht an derselben Stelle, normalerweise ist es ja immer an derselben Stelle, dass man da eine kurze Scharfschützenstelle spielen soll, aber hier sehe ich keine. Dann muss man das Ding jetzt extra mitnehmen. Aber da habe ich jetzt nicht drauf Bock. Ne? Komm, ich behalte meine eigenen Waffen, die für die Dollar. Nehme ich die halt eben mit. Wahrscheinlich brauchen wir gleich dann ein Scharfschützengewehr. Und ich gucke dafür. Anscheinend hat New Mexico jetzt eigene Wolkenkratzer. Ja. Das stimmt. Und zwar extrem große. Ob das eins dieser komischen Gates ist? Diese Portale? Ich weiß es nicht. Spielt ja blind. Also er ist nicht mit verbundenen Augen. Bevor jetzt wieder solche Kommentare kommen, was ist denn blind? So, Green Estates. Nee, da will ich noch nicht. Erstmal hier. Tödliche Krankheit. Mein lieber Jim, wie sehr wünsche ich mir, ich hätte dich und Molly trotz meiner Erkältung begleitet. Ich weiß nicht, was sie sagen soll. Wenn es einen anderen Weg gäbe, würde ich durchhalten. Ich würde dich und Molly finden. Oh, ich bin so froh, dass sie jetzt nicht hier ist. Wirklich froh, dass sie jetzt nicht hier ist. Die letzten 3 Tage habe ich mich in Mollys Baumhaus versteckt. Und zwar, ich weiß, das klingt albern, vor Außerirdischen. Die ganze Stadt ist voll von ihnen. Riesige, monströse Dinger. Sie scheinen nicht anzugreifen, wenn man sie nicht zuerst angreift. Aber ich glaube, sie machen uns krank. Ich habe gesehen, wie Leute völlig benommen auf ihren Alienturm zu schlurfen. Ihre Augen sind ganz schwarz und triefen. Was? Und sie murmeln fortwährend vor sich hin und wiederholen sich fortwährend. Ja, genau. Toller Satz. Ich merke, wie es auch bei mir anfängt. Es fällt mir so schwer, mich zu konzentrieren. Meine Augen fühlen sich immer feucht an. Und wenn ich sie berühre, sind meine Finger danach ganz schwarz. Ich werde nicht zulassen, dass sie mich verwandeln. Ich will mich an dich erinnern. Ich will mich an dich und Molly erinnern können. Und daran, wie sehr ich euch liebe. Solange ich noch lebe, was nicht mehr lange sein dürfte. Was nicht mehr sehr lange sein dürfte. Ich habe deine Pistole mitgenommen und ich werde sie jetzt benutzen. Ich lasse mich nicht verwandeln. Ich lasse mich nicht verwandeln. Ich liebe euch beide so sehr. Ich liebe euch beide so sehr. Ich liebe Marla. Ja. Ich würde sagen, Dude, eine Pistole, die will ich mir nicht mitnehmen. Die ist mir zu unwürdig. Findet man da oben dann noch was? Kommt man da überhaupt hin? Ich weiß nicht. Jo! Na, lauf doch! Feind angegriffen! Ja. Da wollte ich zwar jetzt nicht hin, aber. Okay. Au! 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 Alles in Ordnung? Nee! Nicht alles! Los, aufhalten! Ich lege an! Heilung aktiviert! Alle Ziele eliminiert! Au! Was ist das denn? Gibt's denn hier was Besonderes? Ah, eine Packplanskizze, ja! Schild. Was? Schildstörerpack. Deutlich stärkerer Schaden gegen feindliche Schilde. Das könnte durchaus extrem notwendig sein, ja. Ja, erstmal zum Outsider-Vorposten, weiter vorrücken.
So, danke, danke. Das muss sein. So, wo sind wir denn? Green Estates. Estates, okay. Ja. Okay, Luft ist momentan rein. Bist du auf die Seuche? Graue. Hier. Und die Aliens, die wahrscheinlich hier gerade sind. Oh, Ballons! Hier ist Feind! Jo, hier ist Feind, Leute. Ja. Geben Sie ihm den Rest! Eliminieren Sie ihn! Schieße auf Ihr Ziel! Soll ich hier Granaten werfen? Fang mal! Wow! So. Ich bin erledigt! Ja, vor die Anas. Na komm! Alter! Oh, Ballon, put! Da ist ein Commander! Ja, das ist gerade gut. Wir haben ihn zwei Volltreffer! Schieß doch mal auf den! Ist das der Commander? Da. Auf dieses Ziel konzentrieren! Greife Ihr Ziel an! So, ich mach mal hier Kollege. Werfe Blob! Wird angehoben! So. Mama! Ich bin verwundet. Brauche Hilfe. Leute! Ja. Sie haben die Stellung fest im Griff! Oh, muss sie wieder. Haltet den Druck aufrecht! Den Doktor spielen oder was? Sieh hier nichts. Ja, mein Blob kämpft. Wunderbar. Sie haben unseren Blob erledigt! Oh, nee, das ist doof. Wie wär's mal? Ja. Fang mal! Deckung! Sie haben die Stellung. Mach doch nicht auf! Nein! Bitte! Du bist echt lustig! Da, wo die Granate hingeht, wo ich ausweiche, düst du hin. Wo bist du denn? Au! Warte. Schalten Sie ihn aus! Erfasse Ziel! Machst du? War hier Ballons weg. Wir haben es fast geschafft! Ja, dann... Sie haben sich dort verschanzt! Los! Wow. Renn! So. Hierher, zu mir! Zurück zum Sieger! Nimm ihn doch mit! Bereit! Los, draufhalten! Angriff! Verstanden! Erfasse Ziel an! Mach doch mal hin, hier. So, da haben wir ja irgendwie... Da ist bestimmt was. Was haben wir denn hier? Schrot. Granaten! Ja! Okay, was gibt's hier? Oh, schade. Ich dachte irgendwie spezielle Granatenarten. Ja, geh mal, wow! Das ist ja Laser-MP, okay? Ja! Nein! Du, den! Oh nö, wo denn? Oh, renn! Au! Mach jetzt! Ist der wieder Sniper oder wie? Entdeckung, Mine.
Mitglieder. Keine Ahnung. Seht ihr keinen Sniper? Nein! Oder was ist das? Laser MP? Ja, machen sie so. So, Fähigkeitspunkte verfügbar. Ja, gleich. Moment mal. Stress hier nicht rum. Erstmal hier wieder Muni hier holen. So, wir hatten hier nochmal. Level up, das habe ich gerade gar nicht gesehen. Steven Weasley, okay. Nicht Ron Weasley. Die Fähigkeit kritischer Treffer lädt sich schneller wieder auf. Ja. Ein kritischer Treffer verursacht hier schweren Schaden und Rüstungsschaden. Ja. Na Logo. So. Da, gut. Ja, ich würde sagen, auf geht's. Können wir hier. Top. Nein! Lauf doch da weg, du! Mann. Ich renn weg und der rennt direkt rein. Ich guck da nochmal. Vielleicht gibt's da wieder spezielle Pläne. Hüpf! Auf jeden Fall gibt's hier Patronen. Und die Grenade. Ansonsten? Nö. Ansonsten wohl nix. Schade, ich wollte jetzt noch einen Plan finden. So ein. Vielleicht mal was anderes, außer immer nur Pläne für meine Packs, also die Rucksäcke. Vielleicht mal Waffenpläne oder andere Technologiepläne wären cool. Aber ich weiß nicht, ob es sowas gibt oder ob das nur bei Rucksackpackpläne bleibt. Also. Was haben wir hier? Oh, was? Eine Nukularwaffe. Das heißt Nukular. Alter, welche Waffe tausche ich um? Die, komm. Nimm die mit. Alter, eine Nuklearwaffe oder eine Nukularwaffe. Feuert drei raketengetriebene Geschosse ab, die nach Erfassung eines Ziels beschleunigen. Ja, heilige Scheiße. Okay, das nehme ich mit. Gut, das lasse ich jetzt als, naja, nicht Plan durchgelten, aber ich sag mal so, es ist für mich schon mal eine neue Waffe und ich habe nur 3 Schuss. Genial. Wenn ich hier nicht irgendwie, zumindest 6 Schuss. Top. Ja, das ist nicht viel. Ich glaube, das sollten wir bei gewissen Bossen aufheben, also für die zumindest. Ja, schauen wir mal, ob wir es benutzen müssen. Also zumindest bei irgendeinem Gegner will und werde ich das benutzen. Also, ja, ich meine, eine Nukularwaffe. Baby, Alter. Oh, Gas, okay. Eine Tankstelle. Ich finde den Sniper. Ja, und hier brauchen wir die sogar. Komm. So, 3 Leute. Wirklich nur 3. Dann mache ich das so. Du. Oh. Das sind jetzt doch 4. Du nimmst den. Nimmst du. Den. Und ich einen anderen. Los geht's. Und Carter. Viel Glück. Ha! Voll auf die 12. Ha! Beschäftigt sie. Ich erledige den Rest. LOL! Was war das denn jetzt? Ey, ich wollte ihn doch wegsnipern. Okay. Ja, okay, dann geh ich dann mal weiter, ne? Also. Ich wollte eigentlich den selbst wegballern und nicht so eine Szene. Ich meine, die war nicht schlecht, aber die hat mich jetzt unvorbereitet erwischt. Also, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Sie ist gut. Carter. Nein! Nein, ich wollte dich doch mitnehmen. Du hast es doch versprochen.
Du Arschloch, was soll das? Oh, zerquetschter Mann. Der hatte auch schon mal bessere Tage. Ja, wir sind nicht da, was dazu sagen? Kann er das sonst anklicken? Alter, halt nicht. So Landezone. Ich das mal nach links hier. Nicht, dass ich hier vom Zeug hier getroffen werde. Ah, passt. Strohelise. Erstmal Muni. Weiß nicht, für dich die Würfel? Oder für Streulaser? Ne. Nein! Hoffentlich haben wir mehr Glück. Ja, genau. Für die Waffe behalten hier. Die Landetournee. Da war noch einer. Ach, ein Blob. Nee! Au! Herr, du Honk! Autsch. Mitkommen. Hapselt da nicht so rum. Na, das ist doch mal gut eingepackt, oder? Also bitte. Das ist doch mal ideal eingepackt. Das kann man nicht mehr besser machen. Okay, doch kann man. Und zwar so. Das ist doch super eingepackt, oder? Top. Kann ich drauf? Nee. Warum nicht? Unfair. Der Wagen hat auch schon mal bessere Zeiten erlebt. Oh, den nehme ich mit. Meins. Geh auf der Rückfahrt dann. Das ist mein Wagen. Ich sitze vorne. So. Und du? Okay, ich sehe schon. Wollt überraschen. Machen wir. So. No far. No dun. Und so. Wir haben uns entdeckt. Frag mal. Komm. Ach, sie sind zu weit weg. No. Weasley! Überlebe! Und wir kriegen hier EP ohne Ende. Top! Das mag ich. Story ein bisschen nach vorne. Wow! Wow! Oh, ich wollte eigentlich nicht nach vorne sitzen. Leute! Leute! Sollte ich vielleicht mal überleben? Eieiei! Granate! Fang! Bam, Digga! Ah, fang! Nein, nein! Williams! Williams, wo bist du? Ah, wie ist die? Hallo! Mann, was machst du denn da? Ich will dich beleben! Schnell! Schnell! Ich will dich nicht verlieren! Oh, danke! Ja! Eck! Arsch! Ich wollte dich nicht verlieren! Ich mag dich doch so! Jetzt, wo sie funktioniert sind. Uga? Gibt es kein Uga? Uganda höchstens. Auf ernsthaft? Ja, ja. Ich mache noch mal einen Blob hier, ne? Na, wo ist er denn? Blob. Nein, 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 nein. Oh, nein! Hau da ab, Mann!
Ja, die ich mal eben entledige. Was? Komm! Weg da! Tschüss mal. Wow. Die nukleare Waffe ist ja eine super tolle Waffe. Wo ist da Nuklear, bitte? Hä? Wo ist da die Nuklear? Geil, meine Waffen sind leer. Super. Das gefällt mir nicht. Mach mal. Munition! Was ist das hier? Nuklearwaffe! Oh ja, ja! Danke. Stirb! Wo? Her! Komm mal her! Oh. Ja, geh ich halt wieder zurück. Nahkampf dann halt. Bam, Leute. Bam. Das war's, Carter. Bin unterwegs. Krawel, Leute. Krawel, ey. Komm, komm. So. Mit wir treffen. Ja, wo ist er denn? Ah. Aber erstmal. Williams. Beschützt eine Verbündete mit einem Schild. Liegt er im Bereich mit tödlichen Brennen. Oh, ja. Bedecken Sie ein Areal mit brennendem Plasma und jeder, der es betritt, wird vernichtet. Besonders effektiv, wenn Sie Gegner in den Feuerteppich hineintreiben. Lecker. Yam, yam. Ich würde sagen, wie es weitergeht, erfahren wir im nächsten Part. Tschüss.